Und damit willkommen zurück zu Pokémon Rot Randomizer Nassau Challenge. Beim letzten Mal haben wir voll versagt. Sind verreckt. Weil ich hätte erstmal trainieren müssen, bevor ich gegen Gary gekämpft hätte. Aber gut, das waren halt 2 Folgen, das geht ja noch. Deswegen nochmal neu angefangen. Die Room habe ich eben nochmal neu randomisiert. Dass wir halt nicht schon wieder die gleichen haben zu Anfang. Geguckt habe ich halt noch nicht und würde ich sagen, nicht viel quatschen, sondern nachschauen. Ein Taubsi. Okay. Ein Bisasam. Warte mal, wenn ich Bisasam mache, nehm, dann hat er ja auch ein Bisasam. Heißt das Bisasam gegen Bisasam oder wie? Okay. Und ein Abra. Okay, Abra kann aber doch nur Teleport. Das würde uns nichts nützen. Taubsi? Kann doch wahrscheinlich nur Sandwirbel. Dann nimmt er aber Shigi. Ich probier's mit Bisasam. Wie will ich Bisasam dann nennen? Ich spiele mal ein bisschen vor ab und zu. Knospe. Weil er so eine Knospe auf dem Rücken hat. Knospe. Okay. Ja, dann nehmt ihr mal auch noch Bisasam. Da steht halt Abra, aber Bisasam kriegt er halt. Ich werde das halt jetzt ein bisschen schneller machen. Ab und zu. Bisasam gegen Bisasam. Das wäre dir was. Okay. Er setzt natürlich Heuler ein, um meinen Angriff zu senken. Super. Das gleiche Spielchen kann ich auch. Und damit Angriff. Warum ist Sans eigentlich schneller? Warum? Kann man mir das mal sagen? Weiter Angriff senken. Ja. Ich würde sagen, bevor das zu lange dauert, spule ich ein bisschen vor. Okay. Knospe erreicht Level 6. Gerade so geschafft. Okay. Ja, das Gequatsche kennen wir ja schon. Bla 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 bla. Wie gesagt, dass das schneller geht halt. Ich habe mein Pokémon gar nicht geil. Aber kämpfen tun wir ja eh nicht. Und verlieren hätten wir ja auch können. So ist das ja nicht. Und das taucht auf. Ein Taubsi. Taubsi ist doch standardmäßig, oder? Ich weiß das nicht. Ah, die mit den Tränken. Ja, habe ich geholt. Diesmal habe ich 2 Tränke sogar. Okay. Das war aber echter Reinfall in der zweiten Folge. Ich musste ja auch unbedingt gegen Gale kämpfen. Obwohl ich mir schon irgendwie gedacht hatte, dass das nicht so einfach wird. So. Ja, komm, Lava. Tschüss. Er kriegt die Pokébälle eher später. So. Und Pummeluff. Also Pummeluff ist hier auch wieder auf der Route, alles klar. Aber bitte nicht nochmal. Ich nehme lieber das Taubsi. Und was taucht jetzt auf? Taubsi. Aber wie ich das kenne, werde ich wahrscheinlich eher Pummeluff kriegen. Was super sein wird. Okay, nochmal Vorsprung bitte. Weil das haben wir dann hinter uns. Gott, labert doch nicht so viel. Okay. Dann mal zu seiner Schwester gehen. Mir die Karte holen, tschüss.
Jetzt können wir nochmal weiterspielen. Dann sind wir relativ schnell da, wo wir waren. Taubsi. Ich habe aber keine Bälle. Schade. Hätte ich auf jeden Fall genommen. Eins meiner Lieblings-Pokémon aus der ersten Gen ist nämlich Tauboss. Tauboss? Finde ich einfach geil, deswegen. Na? Taubsi. Ja. Und wie gesagt, wie ich das kenne, wenn ich dann Pokébälle habe, um einen zu fangen, kommt ein Pummel doch wahrscheinlich wieder. Ist auch geil, da drüben ist Gras, aber du kommst halt nicht rüber. Ey, wie bescheuert. Egal. Halt eher zu Deko dann. Nochmal geheilt hatte ich, aber kann ich ja nochmal machen. Dann gleich nochmal aufschreiben, welches ich gefangen habe, die Route. Wenn es Pummelhof ist, kann ich den Namen stehen lassen. Ja. Okay. Durch das Überspringen haben wir relativ Zeit gespart eben. Dann kaufen wir uns nochmal davon 10. Aber ich würde sagen, wir nehmen mal 3 davon mit. Ein davon. Sorry. Froschematz. Und ein davon. Paraheiler werden wir auf jeden Fall noch finden. Eigentlich nicht. Es ist ja random. Ups, voll vergessen. Da war ja was. Warum habe ich jetzt Sprint-Taste gedrückt, ich Idiot? Egal. Na, was kriegen wir? Taubsi, 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 Taubsi. Ja. Ein Taubsi. Dann kriegen wir das Taubsi. Und nicht besiegen. Okay. Windstoß kann das. Hätte das andere Taubsi auch Windstoß gekonnt? Wer weiß. Hätte ich ja mit Taubsi kämpfen können. Naja. Egal, so habe ich dann auch ein Taubsi. Und ich hab's. So, Kleinvogel, bla bla bla. Taubsi. Was ist Tauboss eigentlich? Überhaupt für ein Vogel, was soll das sein? Sieht mir halt eigentlich in Richtung Adler aus. Aber ich nenne so. Warum soll ich das Adler nennen? Wie nennen wir das jetzt? Wenn man keinen Namen zu Hause hat, ist das irgendwie komisch. Überleg, überleg, überleg. Ey, mir ist das gerade nicht so spannend, wenn ich am Überlegen bin. Die kleinen Buchstaben können wir halt auch verwenden, aber mache ich nicht. Weil hier alles von groß geschrieben wird. Ich nenne das Boss. Für Taubos Boss. Okay. Wir tauschen mal, dass ich das wenigstens unterwegs ein bisschen trainieren kann. Und wir kämpfen erst gegen Gary, wenn wir trainiert haben, die Pokémon. Auf jeden Fall maximal auf 10 hoch. Aber gegen dieser Samen wird es auch schon ein bisschen anders dann. Wir gucken jetzt erstmal, was das Item ist. Was es da gibt. Und was haben wir hier? What? Top-Beleber, das Ding kann ich aber nicht nutzen. Was soll ich mit Top-Beleber, wenn ich das Ding eigentlich nicht nutzen kann? Weil tot ist tot.
Dann hätte man eine Ausnahmeklausel reinnehmen müssen, aber nee. So, was haben wir hier? Ein Ratzfratz. Jo. Geht klar. Kein Windstoß, okay. Lass meine Verteidigung in Ruhe. Au, das tat weh. Das tat weh. Tausche mal zu Knospe. Sollte nicht so viel Schaden nehmen, ne? Okay. Pokéball. Und? Ein Ratzpratz. Wurde gefangen. Wie nenne ich das? Wer könnte gut als Ratte dienen? Ratzfratz ist ja so eine Art Ratte halt. Oder ja gesagt, Nager. Aber Ratten sind ja auch Nager. Könnte ja nicht so gemein sein. Elo. Wir nennen das mal Elo-Tricks. Wenn das richtig, wenn das so richtig geschrieben ist, ist mir aber auch ganz egal. Ich mag die Typen irgendwie eh nicht. Nenn mir den Elo-Tricks, ich glaub's ja nicht. So. Okay. Schreibe ich mir das nochmal kurz auf. Ein Taubsi auf Route 1. Taubsi. Und dann Ratz. 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 Auf Route 22. Okay. Dann heilen wir die mal. Ein bisschen. Hallelele. Und eigentlich könnten wir auch ein bisschen trainieren. Aber was wir schon mal erledigen können, ist das hier. Hallo. Ah, ich habe endlich meinen Kaffee bekommen. Natürlich kannst du passieren. Hast du es etwa eilig? Ja. Zeit ist Geld, dann geh weiter. Ach so. Okay. War das schon immer so? Ey, das wollte ich nicht. Drück immer zu schnell. Nein. Aha, du benutzt einen Pokédex. Wenn du ein Pokémon fängst, wird dein Pokédex automatisch aktualisiert. Was? Du weißt nicht, wie man Pokémon fängt? Kein Problem, ich erkläre es dir. Jetzt kommt die längste Animation wieder. Ein wildes Hollyo taucht auf. Ich will mal kurz was zu trinken ein. Mitten in der Aufnahme. Kommt immer super. Obwohl das generell egal ist. Wenn man viel labert, muss man auch viel trinken. Ja, yeah, er hat einen Pokéball geworfen und gefangen. Super. Willst du ein Pokémon fangen? Musst du es zuerst schwächen. Ja, und das hat er natürlich nicht gemacht. Wenn ich zum Einkaufen nach Memoria City möchte, muss ich immer durch den Vetania-Wald gehen. Schön für dich. Wir schauen mal, was wir unten noch hätten bekommen können. Bin ich ja mal richtig gespannt. Der Part ist hier bald vorbei. Deswegen können wir ein bisschen trainieren können und gucken. Ein Habitat. Naja, gut, dass das nicht kam. Ich mag Habitag überhaupt nicht. Genauso wie Ebitag. Ich weiß nicht. Ich mag die beiden überhaupt nicht. Warum auch immer.
Gut, sehen halt hässlich aus. Ne? Taubsi ist auch nicht so der Brüller, ja, ich weiß. Taboga ist so eine fette, übergewichtige Taube. Und Taubos. Finde ich halt cool. Besonders in der X und Y, die Mega-Entwicklung. Die finde ich richtig geil. Ja, fang du mal an. Zieht mir halt mehr ab. Ich habe keinen Bock auf den Crit. Probieren wir es mal mit Elo-Tricks. Na, wie viel zieht er ab? Wow, 7. Willst du mich verarschen? Ich nehme dann doch lieber Knospe. Knospe sollte mehr aushalten. Alle rein oben mal gewechselt. Ja. Setz mir mal Heul ein. Das hat in der ersten Gen hat noch nicht so wirklich funktioniert, aber es hat funktioniert, Verteidigung und Angriff und so zu senken. Aber gut. Es sollte auch angreifen jetzt mal. Und wie war das? Umso länger ein Kampf geht, umso mehr Erfahrung kriegt man ja halt. Oder war das in der ersten Gen noch nicht so? Warum fängt er jetzt an? Bevor ich einen Crit kassiere, nehme ich mein erstes High-Item. Jetzt habe ich noch zwei. Aber eins habe ich halt nur noch. Ja, fang du mal an, dass du schneller bist. Und? Ne. Jetzt bin ich wieder schneller. Merkwürdig, ey. Ja. War eigentlich nicht logisch, so wirklich gut, dass das so zu trainieren. Naja. Erstmal heilen gehen. Und was ja noch dazu kommt, außerhalb der Kämpfe darf ich halt so viele Heil-Items nutzen, wie ich will. Geht ja nur für die Kämpfe. Weil sonst wird es zu OP. Eigentlich, da wir Top-Beleber nicht verwenden dürfen, können wir das Ding verkaufen. Brauchen wir ja nicht. Wir haben keine Verwendung dafür. Also, verkaufen. Top-Beleber, tschüss. Kriegen wir 2000 für, das ist gut. Ja, hat halt nur das. Brauche ich ja auch noch nichts von holen. Spar mir ein bisschen Geld für Tränke dann. Und jetzt mal gucken. Wieder ein Taubsi oder ein Habitak? Und das ist ein weibliches Nidoran. So, ein Stoß. So ein bisschen trainieren halt. Bisschen ist immer generell gut. Du musst halt relativ viel trainieren. Das könnte ich halt eigentlich auch gleich offscreen weitermachen, weil die Folge ist eigentlich schon vorbei. Boss erreicht Level 4. Okay. Gut, dann würde ich aber sagen, werde ich hier die Aufnahme beenden. Ich werde offscreen weiter trainieren. Ich würde sagen, so bis Level. Sagen wir mal bis Level 11. Aber unterwegs kommen ja halt noch Trainer. Dass wir nicht mit einmal das Level Cap überschreiten. Das wäre fatal. Gut, dann würde ich aber sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch, bewertet das. Wie gesagt, in der Videobeschreibung ist der Link immer noch zum Voten. Das wird bis zum Ende des Projekts laufen, welche Edition ich dann nehmen soll. Gold, Silber oder Kristall für die nächste Challenge dann. Ihr könnt mir weitere Regeln dann in die in die Kommentare schreiben, was ich da also als Vorschlag, was ich nehmen kann. Und um nochmal die Regeln zu lesen, der Google Docs Link ist auch in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Rot mit der Meiser Nuzlocke Challenge. Ciao, ciao!